Ja, also ich war die vierte Generation, wollte eigentlich mit den Hüten überhaupt nichts anfangen, sondern wie ich dann vom Gymnasium runtergekommen bin, waren meine Eltern diejenigen, die gesagt haben, so jetzt gehst du als erstes mal in die Hutfabrik und lernst unser Handwerk kennen. Ich bin Mieterin bei Herr Brömme, habe mit einer Freundin dort in einer WG gelebt, wollte dann ausziehen und das hat Herrn Brömme anscheinend etwas nachdenklich gemacht und dann hat er mich spontan gefragt, ob ich seinen Laden nicht übernehmen möchte und mir was Eigenes mit reinbauen will und so kam es. Also ich komme ja selber aus dem Schneiderbereich und im Modedesignbereich, deswegen bin ich auch jetzt ein bisschen in die Bekleidungsrichtung gegangen hier in dem Laden, habe meine eigene erste Kollektion jetzt auch rausgebracht. Die Zusammenarbeit mit Frau Schneider klappt in hervorragender Weise und auch ihr Ideenreichtum und ihre Fantasie ist komplette Ergänzung in unserem Sortiment. Die Hüte machen wir eigentlich zusammen. Man merkt auch, wie er jetzt richtig wieder frisch auflebt und aktiv ist und jeden Tag kommt und macht und tut und die Leidenschaft noch mehr brennt was. Vom Rohling, vom Stumpen bis zum fertigen Produkt dauert es mindestens 2 Tage. Hüte kommen auch wieder langsam, das merkt man. Der Aufschwung ist da. Es braucht noch ein bisschen Zeit, aber wirklich, es kommen immer mehr, auch immer mehr junge Leute. Und deswegen ist es, denke ich, auch gerade was Besonderes. Ja, der Hut ist jetzt ein absolutes Muss. Herr Brömme hat mich zum Hut gebracht, so muss man sagen. Ich habe früher nicht viel mit Hüten am Hut gehabt.